Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Outlast, dem DLC Whistleblower. So, ich habe jetzt noch einmal bis zu dieser Stelle gespielt. Es gab nur ein paar Kleinigkeiten, die leicht anders abgelaufen sind, aber trotzdem war es an sich kein Problem, wieder bis hierhin zu kommen. Oh, scheiße! Wow, der stand jetzt voll im Weg. Holy shit. So, und jetzt versuchen wir es erneut. Let's go. Mit Glaskin. Ich habe die Batterie schon nachgeladen. Also diese neue Batterie, wenn man kurz davor ist, die Passage mit dem Kannibalen zu verlassen. Hoi, hoi, hoi. Das ist natürlich auch nochmal eine Kleinigkeit. Dadurch muss ich jetzt nicht mehr die Batterie einsammeln, die ja im Gefängnis etwas weiter abseits in einem anderen Raum liegt. Da kann ich schön einfach die auf der Flucht vor dem Kannibalen oder kurz vor dem Verlassen des Gebiets mitnehmen. Ne? Finde ich es doch deutlich besser. So. Ich hoffe, dass wir hier sicher sind und er uns nicht sieht. Wir werden es ja gleich sehen. Sieht gut aus. Oh. Warum hat er sich jetzt random umgedreht? Aha. Nö, danke. So. Gut, damit wäre die Passage geschafft, was wir schon im letzten Part hätten hinkriegen sollen. Aber, naja. Was soll's. Oh, scheiße. So. Okay. Ich glaube, bevor Glaskin eben in diese Kapsel gesteckt worden ist, hätte man vielleicht noch mit ihm einigermaßen vernünftig reden können, aber jetzt ist der Zug definitiv abgefahren, wie man sieht. Die Frage stellt sich gar nicht erst. Let's go. Hier lang. Und go. Okay. So. Jetzt haben wir im Prinzip nur noch zwei Encounter mit ihm, glaube ich. Oder? Genau, ja doch, es müssten nur noch zwei sein. Also. Okay, das ist das Finale, Leute. Wir kriegen das hin. Ja. Zum keine Ahnung wievielten Male. Ja. Nö. Weißt du was? Ich lasse mir von dir nicht bestimmen, was ich zu tun habe. Ich bin eine starke, unabhängige Frau. Ich meine Mann. Für ihn sind wir ja die Frau. Von daher würde jetzt theoretisch beides quasi für ihn stimmen. Für uns natürlich nicht, aber... Erzählt dem mal das. Könnt ihr gerne versuchen, ihn davon zu überzeugen. Ne? Macht das mal. Ich spare mir den Atem. So viel steht fest. Und wir sind ein Geschenk. Vor allen Dingen, gerade eben haben wir ihn noch außerhalb des Raumes gesehen. Und wie schnell der jetzt bei uns ist. Welche Abkürzung hast du bitte genommen? Kannst du mir das bitte verraten? Ich würde sie nämlich gerne für mich selbst nutzen. Oder hast du irgend so eine Art Glitch benutzt? So ein Türenglitch, um so schnell hier durchzukommen? Bist du bestimmt out of bounds gegangen. Ganz ehrlich, so durchgeknallt wie der Typ ist, würde ich ihm sogar zutrauen, dass er solche Speedrun-Taktiken benutzt. Ne? Dass er irgendwie Glitches beherrscht. Das würde ihn noch creepier machen. Wenn er am Ende noch weiß, dass er ein Charakter in einem Videospiel ist und in der Lage ist, die Regeln der Videospielwelt zu brechen. Alter. Ich habe gerade herausgefunden, wie man ihn theoretisch noch gruseliger machen könnte. Und zwar, indem man dem Spieler das Gefühl gibt, als ob er jederzeit aus dem Bildschirm rausbrechen könnte.
Das wäre schlimm, ohne Scheiß. Aha. Willst du das wirklich? Es wirkt wirklich tatsächlich so wie bei Blaubart. Er will Frauen nicht, damit sie ihm Kinder gebären. Er will Frauen, damit er sie umbringen kann. Eieieiei. Also wirklich, ich sehe diese Szene ja jetzt schon zum mittlerweile dritten Mal. Aber verdammte Axt, ich kriege trotzdem noch Gänsehaut, ne? Und wenn man da trotz des Wissens, was noch kommt, immer noch beim Gucken von Szenen, egal ob aus Filmen oder Videospielen, immer noch Gänsehaut kriegt, dann verdammte Axt nochmal, dann haben die Erschaffer auf jeden Fall was richtig gemacht, ne? Entweder die Filmproduzenten oder die Spieleentwickler, die haben dann definitiv was richtig gemacht. Verdammter Scheiße nochmal. Ne? Das kann man den Entwicklern definitiv nicht abstreiten. Es ist ein kleines Team gewesen, wie wir in den Credits gesehen haben, aber die haben so scheiße viel hier rausgeholt aus dem Spiel. Das ist unfassbar. Und da, ich glaube, gerade dadurch, weil sie ein kleines Studio sind, haben sie sich mehr Freiheiten nehmen können und konnten auch mutiger sein mit dem, was sie zeigen konnten. Also, ich würde ganz ehrlich behaupten, das Spiel ist bislang tatsächlich das krasseste ab 18 Spiel, das diesen Aufkleber auch dreimal aufgeklebt bekommen sollte. Ganz ehrlich. Ne? Da reicht ein ab 18 Aufkleber eigentlich schon gar nicht mehr. Ne? Und ich meine, ja, ich weiß, das Hauptspiel, das warnt einen ja quasi vor, was für krasse Inhalte hier drin vorkommen. Leider warnt das DLC einen nicht vor. Stellt euch jetzt mal einfach vor, jemand hat Bock, zuerst das DLC zu spielen und lässt das Hauptspiel erstmal links liegen. Und dann kriegt er hier die krasseren Szenen vorgesetzt, ohne davor gewarnt zu werden. Ist jetzt, wie gesagt, auch meckern auf höchstem Niveau, ne? Ich meine, normalerweise zockt man ja zuerst das Hauptspiel und dann die DLCs. Kommt auf die DLCs an, ne? Aber, naja. Mir tun auf jeden Fall die armen Seelen leid, die ungewarnt in das DLC reingehen. Vom Hauptspiel noch gar nichts gesehen haben, weil ganz ehrlich, alles was im Hauptspiel passiert, ist Teletubbyland im Vergleich zu dem hier. Ganz ehrlich. Das hier ist der schlimmere Wahnsinns-Shit. Das hier ist so viel schlimmer. Und ich dachte, die Situation von Traga, die Finger abgeschnitten zu kriegen, wäre schon schlimm gewesen. Ja. Hört mal. Man kann immer noch weiter in die Richtung gehen, wo es mehr wehtut. Immer. Und die Entwickler wollten mit dem DLC wirklich sagen, ah, ihr fandet das Hauptspiel schon schlimm? Okay, legen wir nochmal 30 Schippen nach. Oh. Ja, ist ja gut, Glaskin. Also wirklich, ey, wenn er all das labert, diese Sätze, unfassbar. Ne. Danke. Danke, random Insasse. Keine Ahnung, wie die hergekommen ist und warum sie ihn ausgerechnet jetzt anfällt, aber gut, dass sie es jetzt getan hat. Besser jetzt als später, ne? Ein, zwei Sekunden später und es wäre mehr auf den Boden gefallen als nur Holzspäne. So viel steht verdammt nochmal fest. Okay, let's go. Okay, passt. Wir haben ihn gut um den Tisch rumgeführt. Sehr gut. Ja, das geht. Das sollte funktionieren.
Solange wir jetzt nicht großartig hängen bleiben, passt das. Schön die Tür langsam öffnen, ne? Kannst es dir ja sicher leisten, Waylon. So. Und tschüss. Diesmal hat er noch nicht mal gerufen, nein, nicht! Was er im letzten Versuch getan hat, also auf Albtraum. Da haben wir ja noch ein kleines bisschen auf ihn gewartet, aber das Risiko gehe ich jetzt definitiv nicht mehr ein. Moment mal, waren wir nicht hier sogar auf der Bank in der Lage, eine Batterie aufzuheben? Na okay, vielleicht auf den niedrigen Schwierigkeitsgraden, aber hier safe nicht. So, gut, dann haben wir jetzt nur noch einen Encounter mit ihm. Ich meine, wir haben jetzt gleich, ich weiß ja, wo die eine Batterie zum Aufsammeln ist, von daher. Und das ist die letzte, die wir brauchen werden. Easy. Shit. Richtung Exit, genau, scheiße. Falsche Richtung, aber ist ja nicht schlimm. So. Jetzt erst einmal hier rechts rein, die Batterien nehmen, nachladen. Zack. Und wir haben jetzt genug Nachtsicht für den Rest des Spiels. So, noch ein Encounter, Leute. Nur noch ein einziges Mal, dann haben wir es geschafft. Also wirklich, im Vergleich zum Hauptspiel, deutlich schneller, deutlich leichter. Kriegen wir hin. Wenn der Kannibale einen Schlag uns auch one-hitten könnte, dann wäre das eine ganz andere Geschichte. Dann müssten wir uns mit dem Kannibalen andere Sachen einfallen lassen. Aber egal. Ne? So, dele. Und jetzt gehen wir definitiv auf Nummer sicher, ne? Ganz auf Nummer sicher. Schön zur Seite schieben. Na, wo ist er? Der müsste doch jetzt von dort kommen. So. Perfekt. So, jetzt müsste er ja hier rumkommen, weil er ganz genau weiß, wo wir jetzt langlaufen. Er ist ja nicht doof. Die KI ist hier ja einigermaßen vernünftig programmiert worden. Jetzt warte ich hier auf ihn. Na? Ich weiß, dass du kommst. Ich weiß es. Muss ich so ein bisschen laufen, damit er hört, wo ich bin, oder was? Hallo? Da... Nee. Ich dachte jetzt, ich habe ihn gesehen, aber es war doch nur eine Staubflocke. Hier rechts, von rechts kann er ja nicht kommen. Der kann sich da nicht durchquetschen. Hi. Hallo. Danke. Jetzt warte ich ein bisschen. Okay, jetzt. So, das sollte reichen. Das sollte safe ausreichen. Yes. Okay. Das müsste es gewesen sein, Leute. Wir haben es, glaube ich, geschafft. Wir haben es, glaube ich, geschafft. Wir hören ihn nicht. Er ist nicht hinter uns. Passt. Geil, Leute. Wir haben es. Haha. Jetzt können wir nicht mehr sterben. Hammer. Geil. Wir haben das DLC auf Wahnsinn durch. Ja, hätte ich diesen einen blöden Fehler, wie gesagt, im letzten Part nicht gemacht, das hätten wir schon im letzten Part im Sack gehabt. Beziehungsweise beim ersten Versuch. Ich hätte den Versuch ja sowieso gesplittet. Aber egal. Und hi! Jetzt müssen wir nur noch einmal den rechten Analogstick hin und her schwingen gleich. Und das war's dann. Leute, Outlast ist quasi an dieser Stelle schon safe durch. Wir haben die 100%. Hammer. Hammer. So sollte es laufen. Ich fange jetzt schon mal an, den rechten Analog sich so hin und her zu schwingen.
Ich nehme das Wort Schwingen irgendwie in seiner Gegenwart sehr ungern in den Mund. Ihr wisst wieso? Ah, Bluffskin, ey. Aha. So leicht mache ich's dir nicht. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yes! Das war's! Der Wahnsinn hat ein Ende. Auch für das DLC. Hammer! Oh, yes! Ist das geil, Leute! Das fühlt sich gut an. Die Freude war beim Hauptspiel zugegebenermaßen größer, als wir dort den Wahnsinnsmodus beendet haben, klar, weil wir dort mehr Versuche gebraucht haben und auch der Durchgang im Hauptspiel an sich länger ist. Aber verdammte Scheiße nochmal, hier freue ich mich natürlich auch zumindest ordentlich. Ne? Hammer. So, das wäre dann also endgültig durch. Die 100% sind uns sicher. Ah, ist das schön. Ist das schön. So heftig Outlast auch gewesen ist als Spiel, aber das mit dem Wahnsinnsmodus, wenn man einmal auf Albtraum so ein bisschen rumprobiert und guckt, was am besten funktioniert, dann verdammte Scheiße nochmal, kriegt man den Wahnsinnsmodus recht gut hin, wenn man am Ball bleibt natürlich, ne? Und sich über Tode nicht allzu sehr ärgert, ne? Man kann ja auch zwischen zwei Versuchen mal einen Tag Pause lassen. Aber ich persönlich wollte nicht zu viel Zeit zwischen den einzelnen Versuchen verstreichen lassen, weil ich dann Angst hatte, dass alles, was ich im Albtraummodus vorher gelernt habe, eventuell dann verfliegt. Also, dass all mein Wissen über die Encounter und die Wege und wie ich am besten wohin laufe und wo ich Batterien einsammeln kann, dass all das dann mit der Zeit verblasst und dass das dann für weitere Tode sorgen könnte, die sonst vermeidbar gewesen wären. Da hatte ich halt keine Lust drauf. Deswegen waren alle meine Wahnsinnsruns, sowohl vom Hauptspiel als auch hier vom DLC, sehr nah beieinander. Ne? Also zeitlich gesehen, vom Aufnehmen her. Hier den zweiten Durchgang auf Wahnsinn vom DLC habe ich auch direkt, nachdem ich den letzten Part beendet habe, aufgenommen. Weil, ja, der erste Durchlauf lief schon so verdammt gut. Der erste Run war schon so einigermaßen flüssig vom Ablauf her, dass ich mir dachte, ja, mache ich doch direkt den zweiten und dann sollte es funzen. Und sehe da, es hat gefunzt. So. Und jetzt dürfen wir noch einmal zusehen, wie der Typ, wie es ihn quasi innerlich zerreißt. Ne? Wie seine Schuld ihn innerlich zerreißt. Vielleicht nicht unbedingt, weil er sich schuldig fühlt, aber das macht seine Schuld nicht unbedingt weniger existent, um es mal so zu sagen. So. Und hier jetzt wird das Spiel uns auch noch einmal mit diesem wunderschönen Sonnenaufgang begrüßen und uns sagen, hier, du hast es geschafft. Die Nacht hat ein Ende. Und tatsächlich das, was kurz zuvor passiert ist, ne, mit Glaskin, quasi die Dämmerung, ne? Hat mich an einen Satz erinnert aus einem meiner Lieblingsfilme, also nicht mein absoluter Lieblingsfilm, glaube ich, aber einer meiner definitiven Favoriten. Am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Aber die Nacht wird ein Ende haben. Und das hat sie hiermit. Falls ihr nicht wisst, woher der Satz stammt, The Dark Knight. Nur für den Fall, dass es ein paar von euch nicht wissen. Jetzt wisst ihr es. Kann auch sein, dass der Satz in einigen anderen Filmen vorkam, aber das ist der Film, aus dem ich den Satz kenne. Und das zählt für mich. So. Hallo Miles. Was geht ab? Und jetzt gibt er uns noch einen kleinen Wallrider-Schubs. Man hat den Wallrider da rechts sogar noch leicht vorbeilaufen sehen. Ne? Man hat ihn da rechts an der Mauer entlanglaufen sehen. Schon krass. So.
There's enough hard evidence in that video for a world of shit for our friends at Merkel. Jawoll! Hahaha! And we've done everything in our power to cover your tracks. Stell dich mal vor, jetzt könnten wir sogar noch sterben, weil wir zum Beispiel, keine Ahnung, die Viereck-Taste nicht schnell genug drücken. Stell dich mal vor, das wäre hier noch möglich. Alter Vater, alles überlebt, aber hier wird man dann, keine Ahnung, von dem Typen erschossen, weil man die, weil man die Upload-Taste doch nicht drücken will. Das wäre ein richtiger Mittelfinger ins Gesicht vom Spiel, finde ich. Zumindest wenn es vorher nie der Fall gewesen ist, aber auf Wahnsinn muss man plötzlich ganz schnell den Knopf drücken. Ne? Wenn man vorher auch so ein Zeitlimit mit dem Drücken gehabt hätte, dann fände ich es nicht unfair. Aber wenn jetzt auf Wahnsinn dieses Zeitlimit existiert hätte, das wäre dann ein Mittelfinger ins Gesicht gewesen. Und... yes, da ist die Goldtrophäe Darmpfeifer. Finde ich ein geiler Name dafür, dass man den Wahnsinnsmodus auch in DLC beendet hat. Hammer, Leute. Hammer. Yes. Beim zweiten Anlauf hat es funktioniert. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay. Und ja, man hat es quasi gesehen. Glaskin ist tatsächlich hier in diesem Durchgang unser Chris Walker gewesen. Denn hier im DLC sind wir durch Glaskin einmal gestorben. Ne, also 100% der Tode hat Glaskin zu verantworten und im Hauptspiel waren 100% der Tode auf dem Konto von Chris. Dementsprechend, ne, auch in dieser Hinsicht bestätigt sich, dass Glaskin der Walker von diesem DLC ist. Also, Hammer. Und es hat alles funktioniert, es hat alles gepasst. Super. Wie ihr seht, es gibt sehr leichte Strategien, um hier an den Leuten vorbeizukommen. Hammer. Einfach nur der Hammer. Ne? Und selbst wenn mal der Kannibale anders stehen sollte, was ja jetzt beim zweiten Spieldurchgang der Fall gewesen ist, wie ihr gesehen habt, selbst dann hat man noch genug Zeit, sich umzudrehen und in die andere Richtung zu laufen. Ne? Selbst wenn er einen einmal erwischt, das ist ja nicht schlimm, keine große Sache, kann passieren. Ne? Einfach weitermachen, passt. Ha, sehr schön, sehr, sehr schön. Das lief überraschend gut. Ne? Hätte schon beim ersten Mal klappen können, aber wie gesagt, das war mein Fehler. Ich hätte mich davon überzeugen sollen. Ich hätte ja die Gelegenheit dazu gehabt. Ich hätte, als ich zum ersten Mal diesen Weg entlang gegangen bin, bevor ich dafür gesorgt habe, dass Glaskin spawnt, hätte ich ja schon da sicherstellen können, dass man um den Tisch rumlaufen kann. Da hätte ich noch die Chance gehabt. Aber nein, ich habe einfach blind drauf vertraut. Und das war mein Fehler. Ne? Und ja, da kann ich natürlich dem Spiel nicht im geringsten für sauer sein. Das war komplett meine Schuld. Auch die anderen Tode natürlich auch im Hauptspiel beim Wahnsinnsmodus waren auch meine Schuld, weil ich da teilweise Chris Walker nicht vernünftig, weil ich da nicht das richtige Verhalten an den Tag gelegt habe, um ihm auszuweichen. Aber gut, egal. Wir haben es geschafft. Das ist es, was zählt, ne? Wir brauchen nicht großartig auf unsere Fehler zurückzublicken, denn wir haben es jetzt hingekriegt. Die 100% in Outlast, sowohl im Hauptspiel als auch im DLC sind unser. Yes! Okay, Hammer! Glaubt mir, es fühlt sich sehr gut an. Ne? Nachdem man wirklich im ersten Spieldurchgang das Spiel auf sich einwirken lässt, die Story und die Charaktere komplett auf sich wirken lässt und danach das Wissen benutzt, um im Wahnsinnsmodus so schnell wie möglich und so sicher auch teilweise wie möglich durchzukommen, fühlt sich so dermaßen gut an, wenn man es dann am Ende auch geschafft hat. Super gut. Also über das DLC und über die Hauptstory, was ich da von der Story her fand und vom Gameplay her, das habe ich ja bereits alles erzählt, würde ich mich nur wiederholen. Das Einzige, was ich jetzt noch zu sagen hätte, wie würde ich Outlast Whistleblower für die 100% einschätzen vom Schwierigkeitsgrad her? Ich würde auf jeden Fall sagen, ist auf jeden Fall leichter. Das Hauptspiel habe ich ja so mit einer 4 bis 5 von 10 bewertet. Das heißt... ich würde das DLC Whistleblower auf jeden Fall mit einer 3 von 10 bewerten, höchstens. Vielleicht mit einer leichten Tendenz hin zu 2 von 10, aber ich denke 3 von 10 passt, weil man muss an einigen Stellen schon einigermaßen vernünftig spielen. Es, ne, so leicht wie eine 2 von 10 wäre es jetzt theoretisch nicht. Ich meine, falls ihr jetzt wissen wollt, was wäre für dich eine 1 von 10? Eine 1 von 10 wäre für mich, dass man das Spiel einfach nur storymäßig durchspielen muss und dann hat man die Platin. Das ist zum Beispiel bei den ganzen Telltale-Spielen der Fall gewesen.
Oder bei den meisten Telltale-Spielen. Bei einigen Ausnahmen, wie zum Beispiel beim Minecraft Story Mode, da musste man ja nebenbei noch in jedem Kapitel noch irgendwie eine Sache erledigen für eine Trophäe. Und ansonsten, den Rest kriegt man automatisch, wenn man nur die Story spielt. Bei den sonstigen Spielen, wie zum Beispiel der Walking Dead Saga, da war es an sich nur nötig, durchzuspielen. Mehr musste man dafür nicht machen und dann hatte man am Ende definitiv die Platin. Das wäre so eine 1 von 10, so ein Selbstläufer. Einfach nur durchspielen, fertig, ne? Oder so etwas wie eine Visual Novel. Es gibt ja so nicht so etwas wie Phoenix Wright. Das wäre, glaube ich, ein bisschen schwieriger in Anführungszeichen, auch wenn es da Möglichkeiten gibt, manuelle Speicherstände anzulegen und Kapitel zu wiederholen. Aber so etwas wie, ja, so etwas kürzere Visual Novels, wo man theoretisch auch die ganze Zeit den Text durchskippen kann. Gut, kann man bei Phoenix Wright ja auch. Aber wo man nur den Text durchskippen kann und dann kriegt man auch automatisch alle Trophäen, ne? Das wäre auch eine typische 1 von 10. Eine 2 von 10 wäre dann zum Beispiel so etwas wie, Minecraft Story Mode von Telltale, wo man die Story nur durchspielen muss und ab und zu mal eine andere Kleinigkeit nebenbei erledigen muss, um noch die zusätzlichen, theoretisch verpassbaren Trophäen zu verdienen. Das wäre so eine 2 von 10. Und dann ab einer 3 von 10, da muss man schon langsam anfangen, so ein kleines bisschen sozusagen zu arbeiten, indem man eben für die richtigen Situationen die richtige Strategie paukt, sozusagen. Dass man dann eben weiß, wann verhalte ich mich wie am besten, um durchzukommen. Und ja, ich würde Outlast Whistleblower da tatsächlich eher mit einer 3 von 10 bewerten. Mit einer 3 von 10. Eigentlich eine solide 3 von 10, ne? Weil es gibt durchaus Passagen, kann ich mir vorstellen, die einem theoretisch schwerfallen können. Aber ihr seht ja, mit den Strategien, die ich jetzt hier benutzt habe, das geht locker. Das geht so locker. Easy peasy. Also, für mich persönlich keine großen Probleme. Das ist okay, ne? Das DLC ist auf jeden Fall sehr gut. Ein sehr guter Abschluss für den Wahnsinnsmodus. Ne? Deutlich weniger Encounter, auch generell deutlich weniger Spielzeit. Dafür umso mehr Cutscenes, wie ihr gesehen habt. Also man ist quasi nur von Cutscene zu Cutscene gerannt. Aber das Spiel war ja immerhin so fair, dass man auf Wahnsinn, wenn man stirbt, wirklich tatsächlich an der Stelle wieder zurückkommt, wo man sich von den Fesseln beim morphogenetischen Antrieb befreit. So fair ist das Spiel gewesen, dass ich hätte wirklich geglaubt, wir müssten den Prolog auch noch einmal spielen, wo wir mit Waylon Park noch einmal durch das unterirdische Labor laufen. Nein! Und das finde ich gut, dass das Spiel da den Rücksetzpunkt für Wahnsinn gesetzt hat. Da bin ich dem Spiel dankbar für. Ne? Das haben die so super gelöst. Perfekt. Gut. Ja, ansonsten habe ich nichts anderes mehr zu sagen, Leute. Mittlerweile, das nächste Projekt ist ein Spiel, das mittlerweile schon rausgekommen ist. Das ist schon erschienen, vor kurzem. Aber ich habe es deshalb noch nicht gestartet, weil ich dann theoretisch, weil ich ja immer noch wollen würde, dass die momentan laufenden Projekte, Battle Chasers, Night War und Outlast, Whistleblower, die hätte ich jetzt nicht unterbrechen wollen. Oder irgendwie abwechselnd ein Video von dem einen und am nächsten Tag das Video von dem anderen Projekt hochladen. Oder drei Videos pro Tag hochladen. Das wollte ich ehrlich gesagt an der Stelle nicht. Das habe ich früher mal getan. Ich weiß, wenn mal ein Spiel rausgekommen ist und ein Projekt kurz davor war, zu Ende zu gehen, dann habe ich auch für kurze Zeit, für ein paar Tage, drei Videos pro Tag aufgenommen. Aber ich bin ganz ehrlich mit euch, das wäre mir jetzt gerade auch zeitlich zu viel gewesen. Das hätte ich leider nicht so vernünftig hingekriegt. Deswegen habe ich jetzt Outlast erstmal durchlaufen lassen. Und ab morgen, dessen könnt ihr euch bewusst sein oder sicher sein, ab morgen kommt dann das neue Spiel, ne? Die Neuerscheinung. Die kommt morgen safe. Und ich bin auch schon sehr gespannt auf das Spiel. Es ist im Übrigen der zweite Teil von einem Spiel, das ich damals schon gespielt habe. Allerdings ist der erste Teil auf dem Index gelandet. Ob er immer noch auf dem Index ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kann sein, dass er da mittlerweile runter ist. Aber wenn man bedenkt, dass der zweite Teil jetzt tatsächlich einen offiziellen Release in Deutschland bekommen hat, gehe ich mal stark davon aus, dass, erster Teil höchstwahrscheinlich vom Index runter ist. Keine Ahnung, ich habe es nicht nachgeguckt. Aber egal, wir werden dann ab morgen den zweiten Teil von diesem Spiel starten. Ich bin sehr gespannt drauf. Ne?
Und ihr hoffentlich auch. Vielleicht habt ihr jetzt anhand dieser Hinweise bereits erkannt, welches Projekt als nächstes kommt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Ihr hoffentlich auch. Mehr bleibt mir an dieser Stelle nicht mehr zu sagen, außer Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Platin oder 100% Let's Play. Bis dahin, Leute, ciao, ciao und frohe Trophäenjagd!